Gut, dann sagen wir mal hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die mit der Tana der Aloexis. Hallo. Dem Kuga. Hi. Mit dem Schoberrock. Wir müssen in die Stadt. Und wer ist noch im Haus? Ich bin noch im Haus. Nimmst du den einen Schlüssel noch mit, der da rumliegt? Schlüssel? Mir fällt gerade was ganz Grausames ein. Den Schraubschlüssel. Da war in einer Kiste noch einer drin. Mir fällt noch was Grausames ein. Ich muss noch schnell was holen. Habt ihr denn alle schon gegessen und getrunken? Das ist genau das, was ich mir so gedacht habe. Ja, ich guck auch noch mal eben. Vorsicht, sicher ist sicher. So. Ah, den nehme ich mit. Upp. Trinken, schön trinken. Mhm. Natürlich ein bisschen doof, weil wir heute unterwegs sind und wir wollen. Ja, wer will denn die zweite Branch haben? Also eine habe ich. Eine habe ich auch. Ja, aber ich habe eine blaue. Ich habe noch eine in die unterste Essenskiste hier gelegt. Ja, dann gib mir, ich habe eine ganz kleine. Ich habe eine gelbe, 207. Die war fast schon im Eimer, aber das muss noch gehen. Ja, ich habe eine 100er. Okay, das ist natürlich klar. Noch schlimmer. Ja, und wenn wir dann noch ein paar Sachen da haben, kann ich uns was bauen. Ja, genau. Dann baue ich uns welche. Und was wir ganz dringend noch brauchen, wir brauchen Nitrat. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir irgendwo an Nitrat kommen. Warte mal, eben trinken? Ja. Ja, Nitrat müssen wir wahrscheinlich Steine prügeln, wenn wir keine Mine finden. Ja, aber das bringt echt nicht viel. Ja, wir haben ja vorher auch so viel gehabt. Stimmt, na gut. Ja, nee. So, wo musst du hin? Auf die Stadt. Wir haben aber auch viel gefunden. Wir sollten jetzt erstmal in die Stadt gehen, Autos abbauen, weil wir brauchten Mechanical Parts. Ich weiß zwar nicht wofür, aber es wurde gesagt. Für bessere Schrauben. Dann kann ich einen Schraubschlüssel auch mal anständigen bauen. Okay. Okay, gut, dann wissen wir das auch. Das Ding hält dann auch ein bisschen länger. Ja, dann gehen wir nochmal in die Stadt und wollen da ein bisschen aufräumen. Ja. Ich glaube, Federn brauchen wir auch, oder? Und du sagst es, Kuga, du sagst es in der Schneewelt. Da könnten wir eine Mine bauen und da Nitrat finden, ne? Aber wir brauchen wirklich massenhaft Nitrat. Naja, wir hatten ja eine Nitratmine direkt hinter. Weißt ja, wo wir gewohnt haben, Kuga, ne? Bei uns auf dem LP. Ja, du hast ja pro Biom hast du immer eine spezielle Ressource, die es hauptsächlich gibt. Achso, weil wir hatten direkt hinter dem Hügel, wo unser Haus, das erste Haus drauf stand, direkt dahinter hatten wir eine Nitrathöhle. Okay. Oh, der ging mal dezent vorbei. Vielleicht sollte ich mal ganz dezent mal so die Höhlensamen suchen. Ups, Mensch, der ist doch gerade gestorben. Ich guck einfach mal, was drin ist. Huch, da kommt ja was von hinten. Ja, mal los, Sackgesicht. Entschuldigung. Das ist ja furchtbar. So. Ja, da kommen ja immer... Mensch, das ging da gerade... Die Haare gefärbt, mein Freund? Wer hat sich die Haare gefärbt? Der Zombie. Da ganz so aus. Kann ich dir nicht sagen. Das war Autos, ne? Ich habe die abgewechselt. Ich hab die wieder gemacht. Ja, die vorderen Autos, die haben wir ja schon alle weggezimmert hier. Stimmt, und heute ist noch. Das Schlimme ist ja, heute ist Hundetag. Das war viel geringer. Ja, aber in der Autowerkstatt, da war, meine ich, noch eine Kiste. Aber da wo noch Sachen drin sein waren. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht mehr was. Oh, Mais. Bin ich noch ein leerer Zombie? Achso, bin ich schon ein bisschen länger hier. Der ist schon ziemlich verwittert. Einkaufswagen. Ja auch, ist aber leer, ne? Ja klar, natürlich ist leer. Den wollte ich jetzt abbauen. Warte. Richtig, sowas können wir ja auch machen. Ganz Blech kann man mal kurz auf mich aufpasst hier. Ja, natürlich. Alles im Grün hier. Ein Mechanical. Ja, da krass. Alles im Grün. Alles im Grün. Na, hier waren wir schon überall drin, ne? Oh, war denn der?
Komm schon. Der will aber auch nicht. Nee, der ist also was von beleidigt, dass er hier sterben muss. Da kommt ein Trina von links und Dicker von rechts. Aber hier ist eigentlich, das ist, ne? So. Nimmst du die Kleine? Ja, ja. Noch relativ simpel zu kriegen. So, einmal ins Gesicht. Nochmal ins Gesicht. Oh, okay. Hey, was? Oh, ich höre schon wieder irgendwas. Knorren. Huga, ist bei dir alles okay? Ja, ja, alles gut. Der ist irgendwo da hinten, der sucht, glaube ich, den ein Hirsch hinter dir. Autos. Nee, hey, das wollte ich nicht mit dem Messer, Bro, mit dem Ding. Mit dem Messer wolltest du das Auto jetzt abbauen? Ja, mit dem Messer wollte ich das Auto klein machen. Oh, guck, oh, Alter. Na? Guck mal geradeaus. Ja, ich sehe schon, da ist noch nicht was los. Hinter uns ist, das Klassentreffen. Hinter uns ist Hirsch und vor uns ist, das Klassentreffen. Herr Schwede. Die haben mich lange nicht gesehen, die haben viel zu erzählen. Eisen und Benzin. Regen kommt noch mehr. Und ja, das war's. Sag mal, brennt da vorne irgendwas? Guck mal das Haus an. Das sah aus, als wenn da gerade was gebrannt hätte. Die sind halt nicht heimlich am Rauchen. Alter, ja, Freund, das geht gar nicht. Heimlich am Qualm hier, die Jungs. Warum lauft die da hinten hin, sag mal? Was ist da los? Ich weiß nicht, warum du da hinläufst. Nein, die anderen laufen dahin. Mechanical Parts. Warte, warte, warte. Oh. Oh, das wären aber ein bisschen viele für mich alleine. Ja, ich bin gleich durch. Das ist ja rechnungslos hier, alter Schwede, hat nur Freunde. Ja, hallo. Ich mal, ey, Dicker. Mal kurz hier. Alter, ist das laut. Ja, komm, ich auch. Wir haben hier sowieso so eine fette Horde. Ob wir jetzt mit Knarre schießen oder nicht, das glaube ich jetzt nicht so was. Genau, immer drauf. Nur zur Information, der eine, der rumläuft, ist kein Zombie. Echt nicht? Ach Mist. Entschuldigung. Aber du läufst ja weit weg von uns. Jetzt ist natürlich gerade leer. Also so wie sich das anhört, ist das nicht weit weg von euch. Ja doch. Ja, ich habe dich gerade hinter uns gesehen. Autsch. So, haben wir jetzt alle? Autsch. Nee. Hat mich in der Verfassung gehabt. Irgendjemand hat mich in der Verfassung gehabt. Aber ich konnte mich gerade noch sehen. Mein Freund der Sonne. Komm, jetzt verreckt doch einfach hier. Nichts dabei. Und nichts, noch was zu essen. Haben sie was? Hinter dir, hinter dir zu? Oder vor dir sogar? Vorsicht! Wo jetzt? Hinter dir, vor mir. Vor dir, nicht hinter dir. Ich dachte, du würdest andersrum stehen. Entschuldige. Mutti! Mutti! Mutti kriegt gerade. Alter, was macht ihr für ein Lärm? Ich bin infiziert. Zu nebenbei. Oh, Vorsicht! Autsch, nein, nein, raus hier! Nein! Ich schieß grad auf Mutti. Oh, ich schmeiß meine Flinte auch noch weg. Was? Ich schmeiß meine Flinte auch noch weg. Warum machst du das? So war. Gott, deswegen. Oh. Die Mutti, die wollte dir nicht helfen. Weißt du doch. Nee, ich weiß, ich hab schon gemerkt. Die war so ein bisschen anders drauf. Ein bisschen ist gut. Alter, hier ist ein Vogelmist. Ach, schon leer. Okay. Ey, da bin ich auch schon dreimal dran gegangen. Meine Güte. So, was habe ich jetzt hier? Mechanical Parts. Elektronik Parts. Und ein Autokühler aus Messing. Den können wir gleich mal zerlegen. Das braucht ja kein Mensch. Nee. So, haben wir sie jetzt alle? Warte mal. Zack. Den kannst du aber besser schmelzen, als dass du eine zerlegst, ne? Warum? Weil dann bringt er mehr. Ja, du ist zu spät. Nü ist zu spät. Ja, sorry. So. Oh, Munition. Die Flinte war fast im Eimer. Oh. Ja, wollen wir dann gleich mal in eins der Häuser rein? Gucken, ob wir da noch was abbauen können. Ja, okay, machen.
müssen die Klimaanlagen so ran, ne? Das, ja, das geht ja richtig was. Ja. Also gehen wir einfach mal gucken hier, wa? Oh, Crossbow-Schematik. Oh. War bestimmt noch nicht in allen drin. Nee, so wie es aussieht, nicht. Bücherregale. Hier ist ein Buch. Pistolen. So, was. Aber wir haben hier noch gar nicht durchsucht, oder was? Das scheint so. Einige. Hier mitnehmen. Hier ist ganz... Ist noch gar nicht durchsucht worden, die Hütte hier. Nee, alle haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir haben so vieles noch nicht gemacht. Oh, Waffenteile. Scheiße. Dosen. Ich glaube, wir packen uns auch gleich noch mal irgendwo eine Kiste hin, wa? Oh, hallo Schätzchen, was machst du denn hier drin? Oh, warte, ich setz mal Frames rein, so, wa? Ja, das ist gut. Hast du dir das Buch hier vorne aus dem Schrank genommen? Ja, ne? Ja, ja, ist schon weg. So, du bist hier? Geh ich mal nach oben. Geh ich mal... Ja. Oder nebenan, das komm, ich baue mal das Badezimmer. Da ist noch ein Pott drin. Was war ganz vorteilhaft, wenn wir wirklich noch einen Messschieber finden würden. Nur noch eine 1. Ich versuche jetzt erstmal euch zu finden. Oh Mist. Okay. So. Verlegen. So. Ja, ich zellig hier auch mehr wie. So, hier baust du ab, ne? Ich baue hier ab, ja. Gut, dann gehe ich mal. Bald. Ich verliere ja schon wieder irgendwie den Kram. Seid ihr in dem Haus hier, in dem blauen? Ja, wir sind. Hört sich so an. Wir sind in der Haus. Was haben wir hier? Plastik-Scrap-Krams. Wofür brauchen wir das überhaupt? Also auf jeden Fall brauchst du Plastik, für Dingsbums, wie heißt das? Sag mal schnell. Mining-Helme. Ach so, und hier diese kurzen Eisenrohre sind eigentlich nur für die Forge, ne? Ja. Hattet ihr nicht gesagt, ihr baut hier eine Kiste rein irgendwo? Wollte ich eigentlich jetzt gleich noch machen. Wolltest du auf dem Dachboden, Kuga? Ich war noch nicht auf dem Dachboden. Du bist ja hier im Haus, ne? Kann da gerne hochgehen. Ja, ich bin zwar hier oben, aber dann würde ich nämlich mal eben die Kiste bauen. Der Dachboden ist nicht besonders ergiebig. Nicht? Nö. Das Ding ist auch weg. Damit kurzes Eisenrohr. Behalten. Guten Tag. Biegt mich ab. Ey, das kann ich auch woanders rausbauen. So. Ach da, die Kiste. Müll? Weiß ich noch gar nicht. So. So, Fernseher auch erstmal gebaut. Wie? Der Spüle, ne? Jo. Ups, Mensch. Da kriegst du ja nur Metall raus. Oh! Was? Hier liegt jede Menge Metall rum. Kann das mal einer aufheben? Ja, ich heb auf. Wo bist du denn? Ich mach schon. Ich räum schon hinter ihm auf. Typisch immer das gleiche, ne? Ja. So, next Haus. Ich bin typischerweise wie immer voll. Ja, sollen wir erstmal irgendwo hier eine Kiste hinstellen? Warte mal, Zoba. Ja, warte mal auf, gehen wir hier rein. Hier waren wir auch noch nicht. Ja, dann gehen wir hier im Haus. Bauen wir von innen an die Wand, über die Tür. Bauen eine Kiste. Warte mal, Kiste. So, mit Manical Parts. Zack. Fertigen. Ja, du hast keinen Platz, ich weiß. Zelligen. So, Kiste habe ich. Sekunde. So. Da, Kiste, über der Tür. Ja, so jetzt. Merci. Und Freunde kommen auch schon. Der Kühlschrank. Kühlschrank. Halt! Ich würde sagen, wir werfen da erstmal alles rein. Wir sind ja noch ein bisschen beschäftigt hier. So, das ist auch weg. Achso, er ist hier drin. So. Weil dann können wir das gleich immer noch stacken, würde ich sagen. So, da, 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 da. Nee, das ist okay.
Machen wir mal eben. Leer, 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 alles leer, ne? Ja. So, Benzin, Öl. So. Bitteschön, der nächste, der sich leer machen möchte. Ja. Oh. Der Besuch ist bei dir? Bei mir. Ist da. So. Hier nebenan im Raum ist nix. Hallo. Das Waschbecken noch, ne, oder? Warst du schon oben, Kuka? Jawohl. Ja, komm her. So. War ich nicht? War ja voll gut. Oh, hallo Mutti. Die kommen rein. Was, komm rein? Komm rein. Wo seid ihr denn draußen? Ja. Ja, sag doch was, ich bin noch hinten in der Ecke. Ja, deswegen machen wir hier nicht auf. Also Jungs. Die kommen rein. Ja. Ausschüttlich. Ich mach da aber mal Kisten wieder rein, ne? Ja. Dass wir müssen wir nur dran denken. Wann das? Hab ich da irgendwas erwischt? Zum, Kuga, ich mach hier oben zwei Kisten, dass wir dran denken, dass hier unsere Sachen drin sind. Ne? Ja. Oh. Warte mal, ich muss da mal irgendwie rein. Ich hab irgendwie ein Problem mit, ich fühle mich nicht. Du fühlst dich nicht gut? Nee, ich fühle mich nicht gut. Oh Gott. Was denn? Haben wir hier drin. Nur noch 17 Leben, das ist schlecht. Ich habe noch nicht mal verwandt mit. Warte. Du bist echt. Hier. Hast du reingeschmissen, oder? Zwei große Verbandskästen sind drin. Super. Hau dir die rein. Dann müsstest du eigentlich voll sein. Benutzen. Oh ja. Oh ja, das ist gut. Ich glaube, beide bist du komplett voll. Ja. Wenn du noch einen brauchst, sagst du Bescheid. Ich habe noch einen. Ey, alles gut. Wunderbar. Das ist typisch Krankenschwester, ne? Ja, echt. So, Kisten wieder rein. Wir müssen uns das Haus irgendwie merken. Ja, das mit den Frames ist gut. Ich habe da Frames vorgemacht. Ich kann auch gerne noch mal einen hier auf die Straße stellen. So. Gut. So. Markierung gesetzt. Geh mal rein, glaube ich. Oh ja, das ist, oh, da ist auf jeder Etage Spaß. Fuck. Oh, Mensch, Freund. Ja, das ganze Haus ist voll Zombies. Aber das, ich glaube... Das Ding ist aber schon mehr oder weniger leer. Das haben wir schon gelootet, also die sind schon drin gewesen. Nee, aber du musst den Kram für mich im Bett hier sehen. Was? Das klingt schlecht, das klingt nicht gut. Kuka? Ich kann gerade nicht. Jetzt kann ich wieder. Oh. Ich bin die Leiter hoch und der Zombie ist die Leiter runter. Oh, dann seid ihr euch ja einig gewesen. Ja, und er hat mir ganz böse eingeknallt dabei. Au, das ist nicht gut. Ich glaube, in der dritten Etage ist auch noch einer. Nee, jetzt nicht mehr, weil da bin ich ja die Leiter hoch. Ah, okay. Hat einer Antibiotics zufällig dabei? Nee. Bist du infiziert? Ja. Ja, ich auch. Müssen wir bis zu Hause, das müssen wir überleben. Ja, zu Hause ist ja Antibiotika und... Ja, da haben wir alles. Da haben wir alles. Und Honig. Und Honig. Genau, also da ist nicht das Problem. Ich weiß gar nicht, waren wir auf den, in den Häusern hier nicht schon? Ja, die sind offen. Weil die offen waren, da waren wir eigentlich schon... Ich weiß nicht, die ganz großen Hütten, da glaube ich, da wird uns einfach noch nicht durch. Oh, ja, jetzt müssen wir uns, glaube ich, erstmal um die Freunde kümmern. Kann ich hier noch ein Polen? Das ist bestimmt der, ne?
Bitte? Natürlich. Nee, ist gut, alles klar. Kugel ist mal leer. Wo ist denn der Herr Zora? Hier, müssen wir auch nicht so drüber. Achso, da. Weil hier kommen sie jetzt, glaube ich, gerade aus allen Richtungen. Habt ihr Fleisch in der Tasche? Ah, guck mal, nicht in meine Schusslinie. Was habt ihr? Oh. Das ist gerade wie, als hätten wir Fleisch. Oh, hier ist eine kleine Horde, hä? Ja, ich merke das schon. Aber das Gute ist, jeder Fehlschuss ist auch ein Treffer. Ja, ja, irgendwen triffst du immer. Oh, meine Hand schläft gerade ein. Ah, fuck. Die sind alle hinter Tana her, komischerweise, ne? Nein. Nee, irgendwie hinter mir. Die oh, Männer sind hinter Kuga her und die Mädels hinter Zora. Echt? Nein, sind sie gar nicht. Hinter mir ist nur eine her. Alter, was ist denn das für ein schrecklich zu schießen hier? Boah. Komm, Trina. Man hat immer das Gefühl, kommt gleich irgendwo hinten hat noch was geschossen. Ja, okay, du gibst dir alle Mühe, um trotzdem noch durchzukommen, aber im Endeffekt hat dir das nichts gebracht. Das war das Bein. Ja, reicht nicht zu essen. Das war der Kopf. So, können wir vielleicht immer noch mal die Tasche leer machen. Da ist ja unser Haus. Ich wollte es nicht beschwören, aber ich habe gesagt, also ich habe mir gerade so gedacht, es ist 13.57 Uhr und wir haben noch keinen Hund gesehen. Ja, erzähl's noch. Ja, das ist ja gerade das, was ich mir gedacht habe. Robert sagt es nicht, aber er hat es doch getan. Oh, wie doof. Sollen wir die Tasche dann noch eben leer machen? Die Bude ist ja gleich hier vorne. Jetzt hier vorne. Ja. Ne, bevor wir jetzt damit loslaufen. Das klingt so eklig. Wenn er durchläuft, ne? Zu widerlich. So. So. Ich warte. Immer diese Schlange stehen hier. So, nächste. Immer das gleiche. Ja. So. Da war noch irgendwo Eisen? Ja, sicher. Ja, ja, Eisen müsste da jede Menge. 1400 hast du nicht gesehen, Alter. Das ist ja schon. Wow. So. So. Na, hast du wieder was gefunden? Ja, ich baue alles ab, was hier noch rumsteht. Ja, das, aber die. So, was sollen wir dann, oder? Ich würde sagen, ne? Teile schon wieder durch. Ach Gott, das will. So. Wir hätten ja ein Frame für Herrn Kuga rein abbekommen. So eine große Hütte könnten wir euch mal vornehmen, ne? Oder ja, aber. Was? Guck mal auf die Uhr. Oh. Wir haben 14:33. Stimmt, wir müssen den ganzen Müll nach Hause schleppen. Ja, dann komm, dann fängt einer an mit, oder packt erstmal alles rein, was ihr noch habt, und dann sortieren wir, würde ich sagen. Genau. Erstmal alles rein, was wir noch haben. Ich hab ja noch ein bisschen was. Gemälde. Nein, fang jetzt bitte nicht mit Gemälden an. Nee, keine Angst. Bitte nicht. So weit kommt das wohl doch. Bitte, Zora, nein. Nee. So. Ja, ich bin voll. Okay. Alles klar. Du hast das Eisen mitgenommen, ne? Ja. Ja, dann packe ich gerade nochmal 150 Eisen in die rein. So. Ja, packt alle Metalle nochmal rein und nehmt den Rest. Die Metalle nehme ich dann zum Schluss mit. Mhm. Okay. Hütte ist sozusagen fast leer hier. Du bist fast leer? Nein, die Hütte ist fast leer. Ach so. So, hab ich noch irgendwas, was ich stecken kann? Jo, Patron. So, bitteschön, Zora. Das ist für dich. So siehst du. Nimmst du alles mit. Eine Kiste lassen wir auch so stehen, würde ich sagen. Wenn wir nächstes Mal hier sind, wissen wir, wo wir lagern können. Ja. Genau. Markierung so. Bleibt auch stehen. Ja, dann würde ich sagen, ab nach Hause, wa? Ab durch. Wo ist denn mein Bett? Da, rechts rum. Na gut, aber die Zeit ist schon wieder durch.
Tja, dann würde ich mal sagen, oder würden wir mal sagen, nicht? Schön, dass ihr da wart. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten... Alter, die Hütte sieht aus. Guck mal, voll mit Löchern. Mm. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe mal, dass wir heute nach Hause kommen. weil ja doch die Hunde noch unterwegs sind. Mm. Wie war ich das? Zickzack laufen. Hör doch was. Beschwer sie nicht. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.